Meine Damen und Herren, heute singt für Sie das Niveau. Das war grad krass. Ey, lass Curse in Ruhe! Man soll es kaum glauben, ich bin mal in den Stream gegangen und habe mir was überlegt. Auch zur aktuellen Thematik, weil es ja gerade die ein oder andere Stichelei von Shindy seitens Kolle gehen. Und ich so gerade bei den Mutterlines so ein bisschen, was heißt empört war, aber ich so dachte, okay, krass, Digga, ne? Und viele im Chat und auch in den Kommentaren geschrieben haben so, ey, das ist doch alles von JBG3 und so, ne, bla bla bla. Und dann habe ich lustigerweise, hat es der Zufall gut mit mir gemeint, von YouTube folgendes Video vorgeschlagen bekommen. JBG3, alle Disses. Und da dachte ich mir, da ich jetzt so, ich bin ja riesen Kolle-Fan, das wisst ihr ja alle. Aber es gab so diese Zeit, wo ich Kolle ein bisschen aus den Augen verloren habe. So, und diese JBG-Teile, das war nie so das, was sich so in mein Live integriert hat. Also ich kenne viele Songs davon natürlich, aber ich kenne es jetzt nicht so wie die Zuhälter-Tapes oder Boss der Bosse oder Alpha-Gene oder so, ne? Ihr versteht doch, was ich meine. Und um das ganze aktuelle Tohuwabohu auch noch ein bisschen besser ausklamösern zu können, dachte ich mir, gehen wir jetzt hier mal rein und verschaffen uns ein kleines Bild, wie hart Rapper, insbesondere Shindy, auf JBG3 gedisst wurden. Ist das geil oder ist das geil? Vorher nehmen wir noch einen Schluck von dem leckeren Mango Passion Fruit Tee, Eistee von meinem Partner Holy Energy. Ice cold, Digga. Hm. Oh. Kennt ihr diese Getränke, die ihr ansetzt und nach dem ersten Schluck denkt, oh wie geil, da kann ich nicht mehr aufhören? Genau diesen Moment hatte ich gerade. Also, geht rein. Es ist der zweite Link in der Beschreibung, nicht der erste, wie ich sonst immer sage. Sehr wenig Zucker. In dem Fall bei, ich muss es mal ganz genau sagen. Hier, weniger als 0,5 Gramm Zucker. Mango Passion Fruit, diesen Eistee. Es gibt aber auch Energy Drinks, es gibt auch Becher. Es gibt, wird mich nicht wundern, wenn es auch Autoreifen da gibt. Also, JBG3, alle Disses. Jetzt aber rein da! Alter, da habe ich richtig Bock drauf, weil ich wirklich viele Lines wahrscheinlich nicht kenne. Es geht direkt los. Oh, Boss Explosive, wie haut direkt rein, Digga. Ihr Rap von Kokaina. Ihr Rap von Kokaina. Macht auf Stoffverticker und Pimp. Das sind nur aufgesetzte Rollen. Wie die Lockenwickler von Wald. Und wäre das, ich wieder mal Weed Blunts. Hey, nein. Natürlich, da habe ich drauf reacted. Aber wie viele Rapper, das ist so krass halt. Das weiß man ja auch gar nicht mehr so. Alter, in einer Line direkt drei Rapper und beziehungsweise eigentlich fünf, weil KMN Gang sind ja drei. Pimp, das sind nur aufgesetzte Rollen. Wie die Lockenwickler von Rin. Und wäre das, ich wieder mal Weed Blunts am Fließband könnt. Wirst du in Tempelhof rasiert wie ein Shaolin-Kampfmönch. Digga, wie viele Leute willst du in zwei Lines hops nehmen? Was guckst du so? Hopp, geh mir deine Mutter holen. Dein Tag gibt's nicht bei Amazon, sondern bei armen Muttensohn. Ah, genau. Alter, genau darauf will. Das ist mir ganz wichtig, dass ich jetzt auch mal verstehe, wie hart Kollega Mutter gedisst hat. Weil dann darf er sich eigentlich nicht wundern, oder was heißt nicht, er darf sich schon wundern, aber er darf jetzt nicht, er darf jetzt kein moralisches Ding daraus sagen und drehen und sagen, oh, das geht jetzt aber nicht, wenn mich jetzt Shindy mit Mutter disst. So, oder wenn er mit Mutter gedisst wird, weil er disst halt auch hier gnadenlos mit Mutter, Dicke. Die Butterflies und das kann nicht mal mehr gehen, denn der King sticht in die Seen, den Schiffskampf. Ja, er wundert sich ja auch nicht. Aber er dürfte sich nicht wundern, so, weil ich auch in meiner Reaction auf, bei dem Shindy-Song dachte ich mir auch so ein bisschen so, okay, krass, Digga, Kolle mit Mutter und so, ne? Muttensohn, ich zieh Butterflies und das kann nicht mal mehr gehen, denn der King sticht in die Seen, den Schiffskapitän, sick in the brain, Netflix. Er kann nicht mal mehr gehen, denn der King sticht in die Seen, wie ein Schiffskapitän. Und chill mit der Boat vom Sido. Rumpfingern beim Film gucken, Daumenkino. Sie will die Sperma-Sprung kaschieren und fragt. Rump? Okay, geil. Mich hast du Handtücher? Nee, aber da drüben steht Santiago. Also schwamm drüber. Ficken, fick dein Künstlerstatus. Und wieso heißt du rückwärts Hornos? Ja, kalt. Das geht ja todes ab. Also ich kenn's natürlich so, aber jetzt nicht so, dass ich's mitrappen könnte, so außer diese San Diego-Zeile gerade, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Hey, massiges Fleisch im Nackenbereich. Keiner darf Lars, ist im Okay, dann ramm ich den Butterflies rein. Wisch, ich fülle seinen Kopf mit Blei per Kalasch wie im Kornenball. Bei Massaker. Wenn ihm mal ein Hurensohn rausrutscht wie der Fuss sein. Aber geile Zeile, Digga. Also natürlich ist es auch genauso verwerflich und ich muss auch hier genauso sagen, dass ich nie ein Fan von Mutterlines war und auch immer noch kein Fan von Mutterlines bin. So, ne? Ich finde aber es immer dann noch ein bisschen geiler, halt, wenn es halt so absurd und makaber das in dem Zusammenhang klingen mag, wenn es halt stilistisch wertvoll verpackt ist und das Wortspiel, oder nicht stilistisch, sondern halt mit Wortwitz verpackt ist und die Line ist geil, das ist an und für sich, wenn es jetzt nicht gegen Mutter gehen würde, ist es so von dem Twist eine Line, die ich mag. Wenn ihm mal ein Sohn rausrutscht wie der zu seiner Mama, das ist so, das ist halt für mich
ne? Und das könnt ihr haten oder feiern, verstehen oder nicht, glauben oder nicht glauben, ist es immer noch geiler, so auf Mutter zu gehen, wenn man überhaupt auf Mutter geht, anstatt halt einfach zu sagen, ich fick deine Mutter. So, wisst ihr, wie ich meine? Es gibt keine Folge ohne ihn, Digga. Versuch's erstmal mit Sex ohne Hund. Stress ohne Grund. Versuch's erstmal mit Sex ohne Hund. Sitz! Bitches oben ohne wie Cabriolet. Baller Kokain im Diablo GT. Shindy rappt als wird der Bali umnehmen. Sein Label ist für ihn Guantanamo Bay. Der wievielte Shindy das war das jetzt? Kann mal jemand mitzählen, weil ich schaff's safe nicht. Und eine Frage, vielleicht ist das auch ne Schnapsidee, wenn ich mit Bushido spazieren, weil dann das Gassi geht. Ich kenn doch ein bisschen was. Die Boys sind bei mir oversize. Farid Bang im schwarzen Benz, wie Carmen, wie Robert Geist. Überline. Das sind so Lines, ich glaube, die feiert nicht jeder, weil KMN und K-Man ist ja was anderes. Ist ja, ne? Aber ich finde, das ist eine Überline. Das ist todesunsauber, aber ich finde, das ist so eine krasse Line, Digga. Es wird am Ende aufgelistet. Ah, okay, geil. Ah, wie geil, Alter. Ah, wie geil. Ah, wie geil, Digga. Mit auf Tour, diese Rapper sind alle Behindi-Fotzen. Mach den Weg frei, JBG3. Keine Toleranz, wie stehen die Boxen? Die Line kenne ich auch, das ist natürlich aber auch eine mega. Also wirklich so, das sind Überlines. Ich sag dir wirklich wahr. Keine Toleranzen, wie stehen die Boxen? Auch unfassbar nice Line, Digga. Vom Lied, die Schule, mir die Kohle mit dem Ballermann und jage deine Mutter, bin der kriminelle Buddy, bitte komm in deine Villa mit der Ich packe so viele Silber in deiner Zeile, wie ich will, ist mir scheißegal, ob ich nuschel und keiner mehr verstehen kann, was ich überhaupt sage, aber Hauptsache, die Leute denken, ich rappe Double Time und alle Kinder feiern das im Internet. Der King is back, deine Mutter weg mit dem Silberblech, gib mir die Kicke in deine verpickelte Fresse, du kleiner Sohn, ich bin der King of Rap. Oh, wie tries, oh, wie nice, deine Mutter so wie Walter White. Häng uns ein Fick in Miami aufziehen. Ich bin ein Millionär und werde niemals wieder für den Underground rappen. Ah, du hast gedisst und ich schwöre dir, dich kann nicht mal eine Panzerfaust retten. Ah, was Überflow? Niemals wieder für den Underground rappen. Ah, du hast gedisst und ich schwöre dir, dich kann nicht mal eine Panzerfaust retten. Ah. Wegen einem Kälteschock werden sie morgen früh in einem Krankenhaus wecken. Wegen einem Kälteschock. Ich bin Shootingstar, so wie Hamatos Essen. Schlag aus der Limit und gib mir. Wer ist Shootingstar? Krankenhaus wecken. Ich bin Shootingstar, so wie Hamatos Essen. Schlag aus der. Ich bin Shark, verstehe ich leider nicht. Also so geil der Flow irgendwie ist, für mich sind es immer Songs-Zerstörer. Also so krass das Real Rap, das ist voll krass geflowt. Aber das gefällt mir persönlich, also mir ganz persönlich gefällt es gar nicht so zu. Das sind immer so, das hat für mich nichts mit Ästhetik zu tun, so irgendwie. Das ist für mich Flow. Ballern diesen Lars Abi nieder. Also Lars kriegt ja auch ganz schön Fäuste, Digga. Wie der scharfe Kaliber, wie Taliban-Krieger, Ave Maria. Pisa, baller diesen Lars Abi nieder. Lande wie der scharfe Kaliber, wie Taliban-Krieger, Ave Maria. Lade wieder scharfe Kaliber, wie Taliban-Krieger, Ave Maria. Das ist schon, also das ist schon, wenn man das jetzt mal wieder hört, so ist das eigentlich geisteskrank alles. Wirklich, also todeskrass. Kugelhagel auf Klima, denn wir sehen rot heute wie amerikanische Seemann. Ob es vorbei in Zukunft wird mit Namen beleidigt. Dann wird die Lage bereinigt und dieser Sklave beseitigt. Denn diese Wannabe-Legende kommt zum Boxkampf ohne Hände. Lass die Fotzen ein bisschen zappeln, denn der Knockout kommt am Ende. Und warum war diese drei Punches gegen Bushido, hab ich das nicht ganz verstanden, Digga. Wundert dich nicht, wenn du Ferris MC siehst mit deinem B am Hals. Wie NSV-Shishi-Kill-Invest-Berlin. Mit einem Bier am Hals. Das ist auch witzig. Mit einem Bier am Hals. Er kommt mit einem Bier am Hals und ich komme mit einem Ass am Ohr wie Schalke 04. Jetzt denk da mal drüber nach, Digga. Du kommst mit einem Bier am Hals, ich mit einem Ass am Ohr wie Schalke 04 damals. Du kommst mit einem Bier am Hals. Ich mit Ass am Ohr, wie Schalke 04 damals. Wundert dich nicht, wenn du Ferris MC siehst mit einem B am Hals, wie NSV Shishi Kill in West-Berlin, Tizi aus dem Escalade. Und danach stürmen wir die Redaktion von Rap.de. Rapper gehen bei Beamten singen und dissen sie mich, ist es Lars mit einer anderen Stimme. Und dissen sie mich, ist es Lars mit einer anderen Stimme. Das ist eigentlich ein geiler, ja, was heißt um die Ecke denken, Moment, aber weil Lars halt für Bushido schreibt. Dann gehimmelt,
mache weiter Welle. Ali, du bist fett und Fette sind keine Menschen. Sympathisch, du bist fett und Fette sind keine Menschen. Okay, alles klar. Da sammelt er richtig Sympathiepunkte mit. Sprüche Klopfer jetzt in Anzeigen fällig, denn gegen seinen Willen drehen wir One Night den Ferris. Sieht dein Kleid aus, wir sind ja nicht bei der Gay Parade, Motherfucker, sprichst. Was? Sieht dein was? Gegen seinen Willen drehen wir One Night den Ferris. Sieht dein Kleid aus, wir sind ja. Sieht dein Kleid aus? Nicht bei der Gay Parade, Motherfucker, sprichst du von Bushido Level, meinst du WoW-Charakter, die zwei Heavyweights. Gay Parade, Motherfucker, wir sind. Sieht dein Kleid aus, wir sind nicht bei der Gay Parade, Motherfucker, sprichst du von Bushido Level. Meinst du WoW-Charakter? Ey, also, ich sag dir jetzt mal, das ist wirklich, lyrisch gesehen, unfassbar massivst krass, Digga. Bis Mutter, hier wird Stoff geknallt, wie wenn Sierra zu dem Kid seine Teddybären fängt. Yeah, yeah. Ist in sogar Sierra Kid? Also, sag mal, die lassen ja, das würde mich ja jetzt auf einmal gar nicht wundern, wenn ich hier gedisst werden würde. Hier wird Stoff geballert, wenn Sierra zu dem Kid seine Teddybären fängt. Also, natürlich nur Liebe für Sierra Kid, ne? Aber die Line, hier wird Stoff geballert, wenn jemand seine Teddybären ist sehr, sehr krass. Teddybären fake, yeah. Shakusa ist in seinem Stolz verletzt, wenn sich sein Bastardvater vom Sex mit dem den Kork nicht wäscht. Schlag das Opfer mit. Das ist, also er geht auf jeden Fall gegen Familie. Ich hab das gar nicht mehr so auf dem Schirm, das konnte so hart gegen Familie. Also das ist auf jeden Fall, also da, alle Türen sind offen für Mutterlines, so. Also muss man wirklich sagen, so. Also die Tür macht er auf. Kusa ist in seinem Stolz verletzt, wenn sich sein Bastardvater vom Sex mit dem den Kork nicht wäscht. Schlag das Opfer mit Schottangriff, bis sein Kopf abbricht. Er rollt zu Fahrrad und er macht damit den Okocha-Trick. Das Gerücht. Geil. Den Kopf abbricht, er rollt zu Fahrrad und er macht damit den Okocha-Trick. Über deine Depression. Er rollt zu Fahrrad und er macht damit den Okocha-Trick. Das Gerücht über deine Depression macht die Runde. So wie deine Vorliebe für Dopamanhunde, dann denk an voll Macht ist dein Wohlstand verschwunden, sie ist wie ein Galgen, du bist bis zum Tod dran gebunden. Oh. General voll Macht ist dein Wohlstand verschwunden, sie ist wie ein Galgen, du bist bis zum Tod dran gebunden. Also auch Farid hier wirklich, es sind wirklich, ich meine, ich will jetzt nicht übertreiben, so, ne, aber das sind wirklich, das sind nur krasse Lines, ich sag dir ehrlich, wie es ist. Schrot kann verwunde ich die Veganer Spasten, Shindy wird in deren Dorf Elan geschlachtet. Komm mal, ein Rapper, der dachte, er kann King spielen. Ohne Schutz wird er in Berlin geschlachtet wie ein Rindvieh. 2014 bettelt der Lauch nach einem Viecher, weil er die wahre Nummer 1 kennt, wie Baumarktkassierer. Okay, das ist natürlich geil, das ist krass, das wusste ich auch gar nicht, dass er die wieder aufrollt, diese Line. Weil eine ganz alte Line von Kolle ist, ich weiß gar nicht, auf welchem Song die ist, aber das ist auch, also auf jeden Fall einer der krassesten Kolle-Lines überhaupt. Auch einfach, weil diese Dreistigkeit, sich rauszunehmen, zu Savage zu sagen, dass er ein Feature will und dann noch die Line zu kicken, die impliziert, dass Kolle sich selber für die Nummer 1 hält. Das ist einfach so krass, dieses auf Stirnacken-Kommando. Ja. Und plötzlich will Cool Savage ein Feature, weil er die wahre Nummer 1 kennt, wie Supermarktkassiere. 14 bettelt der Lauch nach einem Feature, weil er die wahre Nummer 1 kennt, wie Baumarktkassierer. Der Lauch nach einem Feature, weil er die wahre Nummer 1 Baumarktkassierer, zu krass. Also finde ich krass, dass er die nochmal so rewindet. Heute schiebt der Welle, weil er Klicks braucht. Hier, ich mach's wie sie, das Misch am Strich und gibt einen Fick drauf. Es gibt Blickblau, Schatzfeuer und sogar sein Schatzfeuer. Ich komme rein und zerficke die Mütter der Rapper, die mir ihre Kinder zuweisen. Ficke dann die Kinder zuweisen. Ja, okay. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich deine Eltern kill. Und ihr seid darauf hinweisen. Ich komme rein und zerficke die Mütter der Rapper, die mir ihre Kinder zuweisen. Ficke dann Sido den Nutten zu nur mache, wenn ich will auch seine Kinder zuweisen. Ficke dann Sido den... Achso, sorry, Miete. Das wird echt ein harter Cut für dich. Er sagt einfach zu Sido... Sohn, als wär's gar nichts, okay? Kille dich mit Panda zu weisen. Ficke dann Sido den Nutten so nur mache, wenn ich will auch seine Kinder zuweisen. Kille dich mit Punk an Gewehr. Unerwartet wie der Handschlag mit Flair. Und sag es bitte, der Fotze von Shindy in Berlin wurde dich nie geschlachtet wie Rindvieh. Mein Bauch bewaffnet will Dollars. Aus der Tasche von Konrad. Ficke laufen Damen in Kollaps. Ausgelassen wie Kommas. Von Kennex. Farid total ist der... Ausgelassen wie Kommas. Konrad, Ficke laufen Damen in Kollaps. Ausgelassen wie Kommas. Von Kennex. Farid total ist damit den... Alle Digga, das ist ja richtig krass, diese Zeilen, Digga. Ey, das, ich sag dir ehrlich, Digga, das ist wirklich heavy. Heavy. Heavy? Ich dachte immer heavy. Heute sehe ich, das ist heavy. Die Mutter, wir laufen Damen in Kollaps. Ausgelassen wie Kapotex. Von Kennex. Farid total ist damit der die Mutter von Ferris MC im Bett hat. Und er tut... Deshalb wird dieser eklige Nutte der Himmel versprochen, die ISIS-Member. Kalle guckt sie im Bett hat.
Und deshalb wird dieser eklige Nutte der Himmel versprochen wie ISIS-Member. Kalle guckst Nutte, Studio-Gangster. Bei Akku hochpushen, Studio-Gangster. Der Ralf macht eingelöst, jetzt heißt es wieder am Bahnhofsklo rutschen, du. Studio-Gangster. Weiß die Panne ab Brücke, Studio-Gangster. Das geht voll ab, Digga, ich schwör dir, das geht voll ab. Araber-Rücke, Studio-Gangster. Und ihre Gunny im Viertel, sondern noch vor Kamera zucken wie Studio-Gangster. Das sieht aus wie ein Alien aus einem Hollywood-Film. Sind das verfaulte gelbe Zähne oder goldene Grills? Sind das verfaulte gelbe Zähne oder goldene Grills? Mabe hier. Tragen Sie da eine goldene Rolex? Nein, das ist eine gelbe G-Shock. Und wem gehört denn der Wagen? Dort wie ein Alien aus einem Hollywood-Film. Sind das verfaulte gelbe Zähne oder goldene Grills? Während wir im Ritz hängen wie eingeklemmte Bergsteiger. Baut sich noch ein Haus aus JBG-Konzertflyern. Und sein Bett ist eine Familienpizzapackung. Das ist kein Rap, wir machen Kriegsberichterstattung wie Marineschiffsbesatzung. Das ist eigentlich auch krass, dass so jemand wie Mock sich das alles so gefallen lassen hat. Also die schießen ja wirklich gegen... Und Mock, ich meine... Ich weiß nicht so, ich will es auch weder für gut heißen oder so, aber ich meine, man sieht, wenn man manchmal was von Mock so mitkriegt, merkt man auf jeden Fall, es ist keiner, der irgendwie viel gefallen lässt. Auch so diesen Thematiken damals mit Sentino oder so, was so ein halbes Jahr oder so her ist, ne? Gab es da jemals eine Reaktion drauf? Eine Familienpizzapackung. Das ist kein Rap, wir machen Kriegsberichterstattung wie Marineschiffsbesatzung. 100 Sniper-Schützen ziehen auf Harris Fotzenkopf mit Lasern. Bis er mehr Red Dots als Diego Sommersprossenface hat. Molotov auf Skater trifft den pure Junkie Lars. Sein Notfallarzt muss geschickt operieren wie ein Koka-Mafia-Clan. Kommand der Skater trifft den pure Junkie Lars. Sein Notfallarzt muss geschickt operieren wie ein Koka-Mafia-Clan. Kommand der AK, auf Fotzen weg. Warte mal. Pure Junkie Lars. Sein Notfallarzt muss geschickt operieren wie ein Koka-Mafia-Clan. Das hört sich für mich an, als wäre das eine überkrasse Line, die, wenn ich jetzt nicht irgendwie dazu was sagen würde, ich sie überhören würde. Molotov auf Skater trifft den pure Junkie Lars. Sein Notfallarzt muss geschickt operieren wie ein Koka-Mafia-Clan. Ach so. Geschickt operieren. Okay. Also geschickt, weil er drauf ist. Hau Fotzen weg wie Conan der Barbar. Matidos Mutter mit nem Fünfer an der Gogo-Stange klar. JPG 3. Aber auch Kokia Mafia Arzt, Gogo-Stange klar. Diese ganzen Reime, da gerade auch eine böse Reimkette hier. Fotzen weg wie Conan der Barbar. Matidos Mutter mit nem Fünfer an der Gogo-Stange klar. JPG 3 bedeutet, es wird hässlich wie nie. Wie eine Kreuzung aus Ferris MC. Und Miami AC. Der hässlich hat ja schon mal was mit Ferris MC. Ich hab ein mächtiges Glied, so wie Lexington Steel. Du bist hässlich und siehst aus wie Ferris MC. Ich punch dich zum Beat, Raps Muhammad Ali. Depp, ich handel mit Speed, Crack und Amphetamin. Drei bedeutet, es wird hässlich wie nie, wie eine Kreuzung aus Ferris MC. Und Miami Yassin. Während Sack live noch reden, gäbe es Backpfeifen win. Bitches nehmen sich nur was raus, wenn ich sie zur Abtreibung zwing. Okay. Meine Damen und Herren, heute singt für Sie das Niveau. Im gäbe's Backpfeifen win. Bitches nehmen sich nur was raus, wenn ich sie zur Abtreibung zwing. Sierra Kids sieht aus, als hätte Down-Syndrom. Doch Farid Gangbang macht lila wie blau und rot. CIA denkt ich. Okay, wusste ich auch ehrlich gesagt gar nicht, dass Sierra Kid da so sein Fett wegbekommt. Ohne Spaß, sag ich dir ganz ehrlich. Ja, die arme Miezi, die hat auf jeden Fall hier Cut-Arbeit vor sich. Ich mach lila wie blau und rot, sauplump, aber irgendwie dope. Der Down-Syndrom, doch Farid Gangbang macht lila wie blau und rot. CIA denkt, ich werd nach dem Waterboarding labern. No. Doch ich bin nicht Sarah Connors Schwager. Weil Sarah Connors nach dem Waterboarding labern. Doch ich bin nicht Sarah Connors Schwager. Tatort, die Cops ankommen, mach ich deine Zocker-Lounge zu nem Octagon. Dicker Manu in Coca, shoot aus dem SUV Schrott an. Ist SU im Koma, ich bin Alessio Stiefo. Papo lässt sich nicht im märkischen Viertel blicken. Denn er macht sich ins Hemd wie bei Merch-Artikeln. Von dieser. Er macht sich ins Hemd wie bei Merch-Artikeln. Ali mich trifft, kriegt einen panischen Blick und macht einen Satz nach links wie arabische Schrift. Ja, endlich Cardio für. Er macht einen Satz nach links wie arabische Schrift, ist auch überkrass. Kriegt einen panischen Blick und macht einen Satz nach links wie arabische Schrift. Ja, endlich Cardio für dich. Endlich Cardio für dich. Ja, du willst wissen, wie ich mein Cardio verbessere? Ja, meistens mit den zwei Ratiofarm-Schwestern. Kid. Deutscher Rap bedeutet Fischverkäufer, spielt Gewaltverbrecher. Doch dabei ist er wie Hitler, der übelste Allmann ever. Schick mir deine Fuß der übelste Armee samt Puma, yeah. Und der ruft aufgeregt, owe, owe, wie du beim Start von deinem Computer Game ich. Owe, owe. Frage dich, bis an meiner Faust dein Blut dran klebt ins Face rein. Dein Freund, dieser Drake Vibe, steht daneben, schneeweiß wie eine reine Cocaine-Line. Ich wurde den Haze fallen in die Nachtluft, jetzt ist Payback. Bevor ihr mich fickt, dann Ali ein Apec. Die Pussys kommen zum Real Life. Bevor ihr mich f***, hat Ali ein 8-Pack. Digga, ich bin wirklich so,
Es ist wirklich eigentlich alles, also es gibt so Songs, die gefallen mir jetzt nicht so, aber ich muss so sagen, auch mal ganz abgesehen von dahin, gegen wen es geht, so lyrisch und so ist es schon alles echt krass, Mann. Duell mit Campingausrüstung und Familienzelt. Ich erschieße den Kill, er liegt ein Still. Da hilft auch kein Heiltrank aus einer Videospiel. Okay. Ich bin Düsseldorfer, geh dein Rücken vorbahn. Gebe deutsche Rapper mit der Rückhand Talker. Zerficke dein Signing, Ermittler erscheinen und suchen den Last per Vermisstenanzeige. Killer. Und wenn ich gegen Sidos Leberpunch, wird er angezählt wie ein Kilometerstand. Hey. Denn er zieht sich. Auch wieder Sidos Leberpunch, wird er angezählt wie ein Kilometerstand. Aber. Also es gibt eigentlich keinen richtigen Grund, warum die alle gedisst werden, oder? Also es ist einfach nur so, weil man JBG dafür steht, dass man Leute einfach disst. Oder also natürlich, bei manchen ist es ein bisschen naheliegender. Also warum Sido? Sido hat sich scheiße gegenüber Fari geäußert, okay? Und warum so ein Sierra Kid? Oder ein Ferris? Also na klar, es gibt bestimmt schon minimale Gründe. So Bushido weiß man ja auch und so, ne? Lars hat immer gegen Bushido gestichelt, gegen Kolle gestichelt, weil er das Freestyle-Battle wollte on stage. Battle 1 gegen 1. Aber so manche sind doch einfach nur. Ferris und Farid haben auch eine Vorgeschichte. Okay. Ach, Ferris MC hat mal Moves gegen die beiden gemacht, dass sie Frauenfeld nicht auftreten dürfen. Okay, aber ich sehe auch Real Rap hier, viele von euch wissen es auch nicht. Manche schreiben, es ist komplett grundlos. Manche sagen, es gibt überall einen Grund. Manche schreiben, JBG steht einfach dafür, dass man hier. Also ich kann nicht jeden Kommentar lesen, es sind gerade echt viele so. Aber das ist ja jeder Track ein kompletter Rundumschlag, Digga. Den Bio-Lehrer an. Leberpunch wird angezählt wie ein Kilometerstand. Hey. Denn er zieht sich wie ein Biolehrer an, während seine Bitch in Diskotheken tanzt. Sehr geile Reim auch. Irgendwas, was sagt er? Sidos Leber an, Kilometerstand. Er zieht sich wie ein Biolehrer an, Diskotheken tanzt. Er ist auch sofort in Reimen, der voll krass. Risikobereit, komm, ich gehst auf die Knie wie ein Chindy-Oberteil. Alle geht zu Fuß, möchte er. Gehst du auf die Knie wie ein Chindy-Oberteil, auch sehr nice. Nach oben, denn der Aufzug ist nur für 6 Personen. Gangster-Pose. Sorry. Das ist so eine richtig dumme, plumpe Line, Digga. Alle geht zu Fuß, möchte er nach oben. Denn der Aufzug gilt nur für 6 Personen. Denn der Aufzug ist nur für 6 Personen. Gangsterpose mit der Knarre. Blonde Bitches und dicke Karren. Ficke alle, nie mehr Comedy-Rap. Wenn ich dem Ali sein Doppelkinn brech. Deutsche Rapper, ich bin in ihrem Schussfeld. Kauf ich ein Bushido-Album, zahl ich indirekt Schutzgeld. Ich besteig mit Presa, Peres Mutter, dann die Tochter. Der krass, also der Düsseldorfer Song. Es war so ein Beat, der mir nicht so krass gefällt, aber der nächste gefällt mir wieder richtig krass. Der hier. Ich indirekt Schutzgeld. Ich besteig mit Presa, Peres Mutter, dann die Tochter. Bis mir seine Frau allein aus Gruppenzwang den Cocksack. Der disst ja wirklich alle. Presa, Peres Mutter, dann die Tochter. Ferris Mutter, dann die Tochter. Bis mir seine Frau allein aus Gruppenzwang den Cocksack. Aber, boah, das ist so, ne, Digga, das ist so, alle, Digga, das kannst du wirklich keinem erzählen, Digga. Das ist ja wirklich so eine abgrundtief ekelhafte Line, aber ich sag dir ganz ehrlich so, ich hab ein Rapper-Herz, ich hab ein Battle-Herz, ne? Wenn er einfach nur sagen würde, ich fick deine Mutter, das wäre halt mir zu plump. Das ist überhaupt nicht gegen Ferris oder so, aber diese Line ist so asozial. Digga, was ist das für eine Line? Alter, das ist so nicht mehr normal, Digga. Das ist so eine üble Line. Ich sag dir ehrlich, das ist wirklich so heftig. Mit Presa, Peres Mutter, dann die Tochter. Bis mir seine Frau allein aus Gruppenzwang den Cocks hat. Das Butterfly in Lars, wenn ich Hassattacken hab. Wie Sido, wenn er wieder mal daheim den Abwasch machen darf. Kritiker kommt mit der Fresse wie ein. Alter, das ist ja eine zu krasse Nummer, die gerade hier. Auch der Flow bei dem Lars, bei der Lars-Abteilung gerade. Wie Sido, wenn eine Frau allein aus Gruppenzwang den Cocks hat. Jetzt wieder Flow. Das Butterfly in Lars, wenn ich Hassattacken hab. Ram das Butterfly in Lars, wenn ich Hassattacken hab. Wie Sido, wenn er wieder mal daheim den Abwasch machen darf. Kritiker kommt mit der Fresse wie ein Lastkraftwagenfahrer, das ist eine wieder mal daheim den Abwasch machen darf. Kritiker kommt mit der Fresse wie ein Lastkraftwagenfahrer, das ist eine Fratze im Quadrat wie aus dem Passbildautomat. Ey Junge, das ist zu krass. Ey, das ist zu krass. Ich sag dir, das ist grad zu krass. Ram das Butterfly in Lars, wenn ich Hassattacken hab. Wie sieh du zu Hause, wenn er den Abwasch machen darf? Kitty Cat ist ein, was sagt ihr da? Lastkraftwagenfahrer? Mit einer Fratze im Quadrat, wie ein Passbildautomat. Diese Reime, Butterfly in Lars, in der Tassattacken, und dann bist du Kitty Cat, Fratze im Quadrat, wie beim Passbildautomat. Junge, das ist wirklich Endlevel.
Fresse wie ein Lastkraftwagenfahrer, das ist ne Fratze im Quadrat, wie beim Postbildautomat. Ey, und Mock, der Bastard denkt, der wär wie ein Rastafari schwarz, denn ein Afrikaner gab's ihm in der Haftanstalt den Aal. Das Abi wird Therapie. Immer diese Reime bis Butterfly, der zieht diese Reimkette gerade gottlos durch. Hier danach macht der Ramadan und spricht als Fatiha und Shahada besser als Araber. Lass die Fakers vor zum Rap. Also das war grad krass. Fahrt euch Mafia-Filme, doch Ennis ist höchstens Clan-Chef in seiner Magier-Gilde. Er will die Cops callen. Clan-Chef in seiner Magier-Gilde. Ich Mafia-Filme, doch Ennis ist höchstens Clan-Chef in seiner Magier-Gilde. Auch diese Reime. Will die Cops callen, keine Chance, mein Schlag trifft. Dann twittert er, das Telekom-Netz ist problematisch und geht gar nicht. Killen das bei Machete. Stimmt, da gab's doch dieses Video, da erinnere ich mich an dieses Video, wo er über Telekom abzieht. Werde verfolgt von der Kripo, meine Munition ist wie Charlotte, verschossen in Sido. Übel, auch gute Line. Meine Munition ist wie Charlotte, die Charlotte ist logischerweise, wisst ihr ja, Charlotte, wie hieß sie, Engelhardt? Verschossen in Sido, ist gut. Werde verfolgt von der Kripo, meine Munition ist wie Charlotte, verschossen in Sido. Die AK-47 wird verballert in San Diego, wie ich bei Partyorgien in Kalifornien. Du saß mit... wird verballert in San Diego, wie ich... Die wird verballert. Also ich muss wirklich hier, ich muss aufpassen, dass ich bei jeder Line Stopp drücke und sage, wie gut ich sie finde. Aber das ist wirklich gut. Wird geballert in San Diego, wie Partyorgien in Kalifornien. Digga, das ist wirklich Endlevel, gefühlt hier... Verschossen in Sido. Yo, die AK-47 wird verballert in San Diego, wie ich bei Partyorgien in Kalifornien. Du saß mit Damenohrringen mit mir im Interview bei Falk, voll verstummt und am Zittern wie ein Parkinson-Patient. Junge, gönn dir... Kalifornien, Damenohrringen, Kalifornien, Parkinson-Patient. Ey, diese Reime und in Kombination mit den Punchlines und so, das ist wirklich anderes Level. Wirklich, ich sag dir ehrlich. Meine Testonade, du bist voll verklemmt wie meine motherfucking Peschoblade. Wenn sich zu viel Cash drin stark, bring mir das Rädchen, lass ich das den Gnom. Doch ich lass seine Mutter raus, auf den Strich zum Blumen. Ich bin Kiebelas, Freund, den Schwanz fick. Auf den Strich zum Blumen. Den Gnom, doch ich lass seine Mutter raus, auf den Strich zum Blumen. Ich bin Kiebelas, Freund, den Schwanz fick, dein Krüppelflo. Der den Deutschen kein Glück bringt, Homs wie ein Flüchtlingsboot. Freund, den Schwanz fickt ein Krüppelflo, der den Deutschen kein Glück bringt, Homs wie ein Flüchtlingsboot. Meine Lebensaufgabe ist Rappern Zähne rausschlagen und Konrads Lebensaufgabe ist sich die Nägel blau malen. Okay. Weiß man am Ende, wie oft Mutter gedisst wurde? Also ich bin auch teilweise wirklich ein bisschen, ich meine, so, ich bin da jetzt kein Kind vor Traurigkeit und denke mir so, oh mein Gott, er geht auf Mutter und so, aber das ist ja so, wie, es verändert sich ja alles mit der Zeit. Genauso wie man heute auch nicht mehr, und das völlig zu Recht, aber schwul als irgendwie was Negatives sieht oder schwul als Beleidigung nimmt oder Texte integriert oder wie das auch mit dem, auch völlig zu Recht, mit der Diskriminierung gegenüber Frauen halt immer mehr abnimmt. Und es verändern sich einfach die Dinge, so, ne? So verändert sich das auch mit dem auf Mutter gehen. Also ich glaube schon, dass das früher normaler war, als heute. Zumindest so ein bisschen. Joani, mach doch endlich mal einen Schwangerschaftstest. Was Gangster Rap King, dein Chef ist der Gandalf des Raps. Jeder hat's langsam gecheckt, das ist kein Mann, der sich fetzt. Wenn der mal Haken verteilt, dann in sein Angler-Geschäft. Frühstück 2 Euro. Wenn der mal Haken verteilt, dann im Angler-Geschäft, ist auch gut, weil Bushido hat ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein Angler-Geschäft war, aber auf jeden Fall ein Aquaristikstudio. Das fand ich immer an Bushido sehr sympathisch, dass er auch ein Interesse für die Aquaristik hat. Ich war ja auch lange Zeit Aquarianer, hatte auch viele Becken in meiner 30 Quadratmeter Bude damals. Unter anderem, dann in meiner größeren Wohnung, als ich umgezogen bin, hatte ich ein 500 Liter Becken Malawisee-Buntbarsche. Das interessiert hier gerade keinen. Aber unter anderem den Nimbochromis Venustus, den da. Und unter anderem noch den Nimbochromis Livingstoni. Die Barsche oder auch einen großen, der eigentlich zu groß, Photochromis rostratus, der war eigentlich zu groß für mein Becken, der wird nämlich richtig groß, aber so Fische hatte ich und ich habe die auch gezüchtet und habe die dann zum Aquarianer gebracht und bla 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 und hatte dann in meinem Zimmer noch so 3, 4, 5, 60 Liter Becken stehen, wo ich dann die Babys reingemacht habe und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass es zu viel Stress ist und alles und dann habe ich aufgehört und dann habe ich den Weg zu Robert Mark Lehmann gefunden und halte jetzt nicht mehr allzu viel von Aquaristik.
Das ist kein Mann, der sich fetzt, wenn der mal Haken verteilt, dann in seinem Anglergeschäft. Pro Stück 2 Euro, davon muss ja einer Mafia bezahlen. Fuck, ist die Kohle überwiesen wie bei Barbecue im Park. Milo One ist im Chat, da schreibst du gerade. Hat er auch mal eine Überwiesen-Line. Überwiesen wie beim Barbecue im Park. Bezahlen, fuck, ist die Kohle überwiesen wie bei Barbecue im Park. Aber die Kohle überwiesen, okay, stimmt, du hast recht. Kohle überwiesen ist nochmal einer draufgesetzt. Ja, stimmt, habt ihr recht. Bewaffneter Dealer, Entführe-Matrix. Ficke deine Mutter heute syrermäßig. Versteck dich im Lauf aus, du Körperklos. Du warst nie ein Rapper und das hört man auch. Aber Körperklaus, halt voller Zweckreimer, aber ein lustiges Wort. Los wie Kombos von Klitschko. Du bist wie SpongeBob beim Dix, Bro. Yeah. Und lässt deine Arabs kommen, aber keine Chance, das ist doch das Babylon. Yeah. Ein Album wie Donnerstag an einem Sommertag. JPG, die zwei Pusher wie Warner Bros. Rocksticker, the Cops, Kill at the Top. Zwei Pusher wie Warner Bros. Ein Album wie Donnerstag an einem Sommertag. JPG, die zwei Pusher wie Warner Bros. Rocksticker, the Cops, Kill at the Top. Spit in the Mox, bittige Fotze ins Loch, Fick in the Block, Kings. Boah, Digga, das ist... Das ist für mich krasser Flow. Das könntest du auch schon so als Double Time, wir sind hier und da mal. Vielleicht jetzt aber auch, ich weiß nicht, auf jeden Fall, der Flow ist richtig krass. Aber keine Chance, das ist doch das Babylon. Yeah. Ein Album wie Donnerstag an einem Sommertag. JPG, die zwei Pusher wie Warner Bros. Rocksticker, the Cops, Killer, the Tops. Spit in the Mox, bittige Fotze ins Loch, Fick in the Block, Kings. Ficken wieder durch die Szene wie zwei Sägeblätter. Ehrenmänner aufeinander, ich schläg auf wie David Guetta. Lass mal eure... Ich schläg auf wie David Guetta. Call mal durch, wenn du Support brauchst. Wenn du einen DJ willst, ruf mich an und ich schläg sofort auf. Das ist Selfmade, du Lappen. Du willst Buch schreien, bei uns schreien nur die Playmates-Buch-Kacke. Politik, ihr habt einen Schädelbrecher. Trifft mal euch leid, bis alles Friede, Freude, Ferienwetter. Wir sind Regelbrecher mit Machetenstecher. Hat die Käfigkämpfer auf dein Lebensretter, kleiner Penisdecker. Wisst ihr, was bei Todes auffällt ist? Das hier, Kolle, diese Aufnahme, das ist die Aufnahme so vom Mix und Mastering des Scarlet Max. Fällt mir bei jedem Song auf. Die Doubles viel zu laut und zu unsauber. Das ist das, was mich so stört, so. Friede, Freude, Ferienwetter. Wir sind Regelbrecher mit Machetenstecher. Hat die Käfigkämpfer auf dein Lebensretter. Kleiner Penisdecker, M030. Spar dir deine Hooks, du Krepelrapper. Jeder sieht die Klingen krumm, Säbelmesser. Schreib mal Nase in die Suche. Jeder sieht die Klingen krumm, Säbelblätter. Krass. M030, spar dir deine Hooks, du Krepelrapper. Jeder sieht die Klingen krumm, Säbelmesser. Schreib mal Nase in die Suchfunktion. Dann fragt Google bloß, meinten sie Hurensohn? Ich shoote los. Also das ist schon eine hohe Dichte an Mutterlines, Digga. Der Glock, dann mein Drive-Fi und Blut spritzt hoch. Vom Bordstein zur Skyline. Moin, drei, Fight, Style, Stier-Eier. Dog ist da für dich, heißt im Tierheim mit vier Beinen. Ich kann das nicht mehr, ich hab Säbelblätter gesagt, gell? Ich weiß, ich meinte aber, was meinte ich? Säbel, was meinte ich? Zähneblätter, ich meinte Zähneblätter, ja. Was? Wieso, ich meine, Sägeblätter, Säbelmesser, ja, Säbel, ja. Eselmesser. Ja, ich weiß ja auch, letztens habe ich da ein bisschen Sirup in meine Lavalampe reingemacht und da ist es auf einmal voll Eukalyptus gerochen. Und ich habe dann halt auch gequittet, weil ich war dann auch nicht mehr so gut, habe trotzdem schon Harry Kane gemacht und so. Und dann habe ich auch noch links gemacht, aber ist ja auch egal. Der Wandertag war ja auch da. Ist ja auch dann egal gewesen. Ja. Ich dope mich zu wie Radsportler. Zerstech Tito die Aorta und zerstör Mark Forsters Darmflora per Schlagbohrer. Ich zerstör Mark Forsters Darmflora per Schlagbohrer, Digga. Ein Schlag mit dem Barhocker, danach ist ein Zahn locker. Ich lad Schocker, verlebe mein Real Life in GTA-Zocker. Jakob verbrennt Titos dämliches Scheißflittchen. Siehst du eng, ich nutze ihre Tränen als Gleitmittel. Dein Leben ist Science-Fiction. Titos elendes Scheißflittchen, Digga. Also heftig. Nämliches Scheißflittchen, siehst du eng. Ich nutze ihre Tränen als Gleitmittel. Dein Leben ist Science Fiction wie ein Marvel-Comic. Ich sag's dir auf Berlinerisch, wenn deine Marvel-Comic. Anna Bullstatter wie du. Ja, lustig, ich mag den Ansatz. So, von so Zeilen, das ist einfach innovativ, finde ich so. Das ist aber, das ist, ja, Marvel-Comic, wenn deine Marvel. Obwohl, das geht eigentlich. Marvel-Comic, ich sag's dir Berlinerisch, wenn deine Marvel-Comic. Ich Marvel-Comic, ich sag's dir auf Berlinerisch, wenn deine Marvel-Comic. An der Bullstadt Abitur, ich bin Einzeller im Game. Während Zuna sich im Video wie ein Seiltänzer bewegt. Chille mit Freigängern bis 10, komm. Ja, Alter, das ist gut. Oder wie ein Seiltänzer wegen Balance-Act. Ja, während sich Zuna in seinen Videos wie ein Seiltänzer bewegt. Vergewaltige Gestikel trotz seines Pfeffersprays. Ich pack mir Chakusa und steck seine groteske Gnomfresse in die Toilette und zermasch sein Kopf per Klodeckel. Bam, bam, los, lächel. Parallel. Ich nehm deine Rosette und klapp sie auf. Ja, wie Prospekte. Ich bin auf Toilette wie ein motherfucking Klodeckel. Und deine Rosette wird aufgeklappt wie Prospekte. Sowas ähnlich hab ich auch mal gerappt auf einem Track, der nie erschienen ist. Der war aber eigentlich geil. Fresse in die Toilette und zermasch sein Kopf per Klodeckel. Bam, bam, los, lächel. Parallel dazu sieht man Mock im Park Enten im Kampf um Brotreste totstechen. Alter,
Ey, wirklich, ich muss mich hier distanzieren. Ich weiß, ich bin mittlerweile oft gesehen oder hin und wieder eine Person, die man schon auf dem Schirm hat, ne? Und ich will hier einmal sagen, egal wie sehr ich lache, ne? Es ist mir egal, gegen wen diese Line geht. Ich lache lediglich über die Line, Digga, ne? Und diese Line ist todeslustig, Digga. Alle, die ist wirklich todeslustig. Man sieht Mock Enten bei dem Kampf und Brotreste totstechen. Alle, Digga. Ausfläche. Parallel dazu sieht man Mock im Park Enten im Kampf um Brotreste totstechen. Digga, das ist. Alle, das ist so eine Line, Digga. Was, die wirft einfach so voll Bilder in den Kopf, Mann. Ohne Spaß. Ich geb diesen Außer Limited von der Salafisten-Klick. Arabischen Weg und dieselbe Hand, mit der ich Nucken wegklatsche. Geht auf Sunas Nacken wie eine Umhängetasche. Drehkick gegen Lars, ich fick Matrix in den Arschloch. Eine Zeile, direkt zwei. Drehkick gegen Lars, ich fick Matrix in den Arsch. Ach so, sorry, Mietz. Oh, das wird echt schwer. Auf Sunas Nacken wie eine Umhängetasche. Drehkick gegen Lars, ich fick Matrix in den Arschloch. Bei uns sind Kinder, wir kommen rein, Schiller zurück ins Mädcheninternat. Wegen meiner Aussage wollen sie mich in... Das war aber gerade mega unsauber geflowt, oder? Sind den Arschloch, Bonsen sind Kinder, wie Konrad Schimmler zurück ins Mädchen. Schick Bonsen sind Kinder, wie Konrad Schimmler zurück ins Mädcheninternat. Konrad Schimmler zurück ins Mädcheninternat. Danach, wegen meiner Aussage, wollen sie mich in U-Haft stecken, denn sie war voller Ungereimtheiten wie Sunas Texte. Sie waren voller Ungereimtheiten wie Sunas, gut. Du kannst besser tanzen als Rap, mich komm mit ganz zu dem Treffen, wo ich Beamte verletze. Klaust du viel, bist du ein König, klaust du wenig, bist du die. Wenn ich in Enes Richtung schieß, treff ich den Sheriff Sissali. Von Compton bis nach Ecuador, furzen wie Sierra. Yo, arbeiten wenn ich will für paar Groschen in dem Banger Store. Bomben in das Pentagon. Fick die Mama Teasies oder wieder mal Bibi wie auf Viagra Shirin. Also ich sag dir ganz ehrlich, wie auf Viagra Shirin. Also ganz ehrlich, das gefällt mir vom Sound gar nicht, aber ich muss trotzdem die Reime hier vorheben. Ecuador, furzen wie Sierra, yo, arbeiten wenn ich will für paar Groschen in dem Banger Store. Von Compton bis nach Ecuador. Von Compton bis nach Ecuador. Wie Sierra, yo, da, auch diese Reihe, ich bin da wirklich so von dieser Dichte an Krassheiten beeindruckt, so. Weil es sind voll die krassen Reimketten, immer voll die krassen Disses, das ist voll die krassen Vergleiche, das ist halt so krass eigentlich. Oh, furzen wie Sierra, yo, arbeiten wenn ich will für paar Groschen in dem Banger Store, Bomben in das Pentagon, fick die Mama Teasies oder wieder mal Bibi wie auf Viagra Shirin. Während wir Kings sind und es schamlos raushängen lassen, wie Boumaier seine Bauchspeckmasse. Raushängen lassen, wie Boumaier seine Bauchspeckmasse. Alle Dinge! Bratwurst mit Senf, heute Hardcore-Muslim. Beim nächsten Syrien-Besuch kommt Abulas mit ins Camp. Doch bevor er das tut, werde ich sein Schädel aufbrechen. Mit einem Totschläger wie Wesel ausessen. Shindy sagt zu seiner Mutter, mach einen Vaterschaftstest. Denn vielleicht bin ich der Sohn von Kanye West. Ah, okay, da haben wir die Line. Ah, okay. Shindy sagt zu seiner Mutter, werde ich sein Schädel aufbrechen. Mit einem Totschläger wie Wesel ausessen. Shindy sagt zu seiner Mutter, mach einen Vaterschaftstest. Denn vielleicht bin ich der Sohn von Kanye West. Ich halt Shotguns auf Matrix. Nehme mir seine Fotze, gebe der kleinen Kock und tritt er dabei einen Block wie bei Tetris. Ich dachte, es gibt Junge, das ist wirklich, also. Manchmal, das ist wirklich, also, ich bin auch mega beeindruckt hier von Farid, so, von der Art, wie er rappt, so, ich hab das ist natürlich, weiß ich, wie Farid rappt, so, aber das ist halt voll krass. Aber wie Kolle manchmal reinkommt, ist auch, das ist wirklich einfach immer nochmal zu krass. Also, da wirklich so, schreibt wieder gerne unten in die Kommentare, Gigi hat Kolle seinen Schwanz im Maul, ich bin es ja schon gewohnt, diese Kommentare. Aber das ist für mich auch zu krass. Vielleicht bin ich der Sohn von Kanye. Hör mal diese Passage jetzt. Ich halt Shotguns auf Matrix. Nehme mir seine Fotze, gebe der kleinen Kock und tritt er dabei einen Block wie bei Tetris. Der auf Matrix. Nimm dabei seine kleine, der bei der Turbo, der tritt dabei einen Block wie bei. Tritt dabei einen Block. Das ist so sauber gerappt, Alter. Shotguns auf Matrix. Nehme mir seine Fotze, gebe der kleinen Kock und. Drehe dabei einen Block wie bei Tetris. Nimm mir seine Fotze. Von Kanye West. Ich halt Shotguns auf Matrix. Nimm mir seine Fotze, gebe der kleinen Kock und tritt er dabei. Nimm mir seine Fotze, gebe der kleinen Kock und dreh dabei einen Block wie bei Tetris. Shotguns auf Matrix. Nimm mir seine kleine, gebe der Kock und dreh dabei einen Block wie bei Tetris. Kanye West. Ich halt Shotguns auf Matrix. Nimm mir seine Fotze, gebe der kleinen Kock und tritt er dabei einen Block wie bei Tetris. Das ist wirklich krass. Es gibt kein Schweinefleisch bei Papa Ari hier. Doch als ich reinging, dachte ich, was macht dann Ali hier? Hä? Lars Unlimited, den Arsch gefickt wird deine Fotzenmutter. Und ich roll den Blunt, denn mein Kontostand ist länger als meine Kontonummer. X-Large, denn ich fick. Wieder auf Mutter, also wirklich, ich finde wirklich, da kann man sich jetzt eigentlich auch nicht beschweren, so, wenn man
mit Mutter zurückbeleidigt wird. So. Also auch wenn es damals wirklich so eine andere Zeit war und damals die Grenzen, glaube ich, noch ein bisschen weiter hinten waren, so wie in vielen Dingen, wie ich gerade schon mal gesagt habe, mit schwulen Lines, Frauen Lines und hast du nicht gesehen und so, ne? Aber das, also diese Dichte auch an, das ist ja schon. Ja, ne, ich sage, okay, ich habe schon wieder gesagt, niemand beschwert sich, ja, aber für, ich dachte so, da beschwert sich jemand so, weil für mich ist das eigentlich so ein, was heißt ein No-Go, aber keine Ahnung, Digga. Was macht dann Ali hier? Hä? Das Unlimited, den Arsch gefickt wird deine Fotzenmutter. Und ich roll den Blunt, denn mein Kontostand ist länger als meine Kontonummer. Lars Unlimited, Arsch gefickt wird deine Fotzenmutter. Der wird der mein Kontostand ist lang wie mein. Das ist auch von stilistisch gesehen, wie die Reime hier gesetzt sind, vom Schema sehr geil. Mutter. Und ich roll den Blunt, denn mein Kontostand ist länger als meine Kontonummer. X-Large, denn ich fick hart, du wirst sexuell misshandelt. Und Sido schickt seinem Hurensohn per Messenger ein Schwanzbild. Hey, was ein Gottloser. Alle Digga. Also Farid hat wirklich die, ist hier King der asozialen Formulierung, Digga. Und Sido schickt seinem, ey, Digga, das ist wirklich, das ist. Rolle tiefe Messer misshandelt. Und Sido schickt seinem Hurensohn per Messenger ein Schwanzbild. Rolle tiefe Messer und gibt seiner Tochter einen Job im Bordell. Da hat der Boss noch offene Stellen wie Boxforzen, Kopf nach paar Stellen. Baller dem gottlosen Crow in sein Kopf Munition. Verliebt sich eine Frau in mich, dann nur per Stockholm-Syndrom. Und die Stockholm, das ist krass. Stock, das ist auch krass, Alter. Das Stockholm-Syndrom ist ja, Syndrom ist, wenn man für seinen, so verstehst du, wenn man beispielsweise entführt wird und man auf einmal Gefühle für seinen Entführer entwickelt und sich dann in den verliebt. Das ist das Stockholm-Syndrom. So ganz kurz erklärt. Verliebt sich eine Frau in mich, dann nur per Stockholm-Syndrom. Und die Fotze Lars verliert per Boxen den Zahn. Er wollte uns ficken, doch wird's nicht packen wie Dr. Knarf. Warum Dr. Knarf? Also was meint er jetzt mit wird's nicht packen, die zu f***en oder wird's nicht packen? War das die Zeit, wo Dr. Knarf, ihr kennt Dr. Knarf vielleicht, mit dem habe ich auch ganz früher mal Kontakt gehabt, vor seinem Unfall noch. Er hatte diesen ganz schlimmen Unfall, wo er beim Drogenherstellen irgendwie eine Gasexplosion hatte und sein Kopf halt weg ist, so halb, ne? Hat er keine Hände? Doch, der hat Hände. Oder vielleicht nachgemacht. Er wird's nicht packen wie Dr. Knarf. Zahn, er wollte uns ficken, doch wird's nicht packen wie Dr. Knarf. Ja, nicht packen, weil er keine Hände hat, oder was? Seine Hände verloren, nicht packen, okay, ja. Ich kann euch manchmal wirklich gar nicht sagen oder gar nicht erklären, so, aber es gibt manche Zeilen, die Zeile, das ich vielleicht, das ist voll, das klingt, ich weiß, ja, rastet aus in den Kommentaren, wenn ich jetzt sage, das ist für mich eine verwerfliche Zeile und davor wird alles einmal quer. Für mich ist die verwerflichste Zeile eigentlich fast schon die. So irgendwie. So komisch das auch für mich teilweise klingen mag. Aber ich weiß nicht. Ficken, doch wird's nicht packen wie Dr. Knarf. Und Unlimited, du Clown. Vom Backup-Rapper zum Sklaven. Ich pack dich, schüttel dich und frag, ob du behindert bist, du Lauch. Du wirst per Springmesser missbraucht. Yo, ich ramme die 3 cm lange Klinge in seinen Bauch und sie kommt hinten wieder raus. Ich ramme die 3 cm Klinge in sein. Auch das ist so krass, auch wie er wieder Rap, Real Rap macht. Yo, ich ramme die 3 cm, ob du. Ja, über den Beat schwebt. Ich ramme die 3 cm Klinge in deinem Bauch. Behindert bist du laut, du wirst per Springmesser missbraucht. Yo, ich ramme die 3 cm lange Klinge in seinen Bauch und sie kommt hinten wieder raus. Auch halt geil, um zu sagen, ey, du bist dünn, 3 cm dünn. Ich ramme die 3 cm Klinge. Waller Blei auf Junkies und zwing Kitty Cat zum Morgengebet. Burka tragen, denn sie hatten Horror im Face wie Dorian Gray. Kenn ich nicht, aber das ist ja wirklich geil. Ich liebe ja Reime, die Vergleiche, die im Reim stehen. Lorian, was sagt Lorian Gray, hat er gesagt? Lorian. Sie hat ein Horrorface. Dorian Gray. Horrorfilmface. Sie hat ein Horrorfilmface wie Dorian. Das finde ich, sowas finde ich, sowas. Auf so Zeilen stehe ich richtig krass. Sie hat ein Horrorfilmface wie Dorian Gray. Mega. Das ist wieder so wie selten kluger Sheldon Cooper, ein dünner Lauch wie Günther Jauch, ein Horrorfilmface wie Dorian Gray. Gebild, Burka tragen, denn sie hat ein Horrorfilmface wie Dorian Gray. Schakuse, der Warmduscher will keinen richtigen Beef. Das Leben ist wie 69, du kriegst, was du gibst. Johnny Black wird der. Du gibst, aber es das heißt auch, du gibst, was du kriegst. Von mir betritt bestraft, läuft er zu. Als mache er eine Pilgerfahrt. Ich lass mich von Martinson nicht bremsen. Der Labrador von NSR ist David Oran Hensel. Fick mit AK-40. David Oran Hensel, er heißt Matrix mit echtem Namen, oder was? Steffen, deine Gärtnerfrisur. Oran
Pinsel, Halbtürke, Halbmärchenfigur. Räum die Zähne vom Flur, wenn ich dich per Rückhand streife. Und lass du seinen Hiss, als wird man Müll recyceln. Lass du seinen Hiss. Alter, Digga, das ist wirklich, das hört einmal nicht auf. Wir haben denn, ich weiß auch gar nicht, warum ich das damals jetzt so mitgekriegt habe, alles so. Aber wir haben denn da die ganzen Leute drauf reagiert. Ihr weißt, dass ihr nur Rap-Sklaven seid. Ali zahlt beim Fett absaugen den sechsfachen Preis. Nacken, Muskeln bis auch lustig. Zum Ohrläppchen. Ich lass an Diego sacken und bezahl die Schlampe mit einem neuen Michael Kors. Ich hab Luxusketten und mach Kabelrudertraining. Farid Bang am Umfang, Ali Pumaye. Hagebutten Tee, nachdem ich von Asim unternehm. Und sie sagt, grüß mir den Felix, ich hab ihn lange nicht gesehen. Ah. Du hängst mit grüß mir den Felix, ich hab sie lange nicht gesehen. Ah. Ich hatte gerade ein bisschen Schiss, weil ich hab auch eine Reimkette, lustigerweise auf dem Kolle-Feature, auf Hagebuttentee. Hagebuttenfrüchtetee habe ich. Hagebuttenfrüchtetee. Barracuda Fischfilet und so weiter. Aber, ja, es ist schon stark. Lass die Mutter nehmen und sie sagt, grüß mir den Felix, ich hab ihn lange nicht gesehen, ah. Du hängst mit Jungs, die dich aus Geldgier ausnehmen. Was für Zeiten ändern dich, dein Film ist 12 Years a Slave. Lars Brich wird jetzt auf Coke-Lines gefaked. So, dann sehen wir mal, was die kann, wie bei Rom-Reise trifft. Du bist halt. Dann sehen wir mal, was die kann. Der Vatikan. Dann sehen wir mal, was die kann, wie bei Rom-Reise trifft. Syramok, denn deine Ma fickt deinen Flüchtling und verliebte sich dann Hals über Kopf. Das KM in KMN steht für Kindesmissbrauch. Sie haben Sex mit ihren Fans und sie filmen es auch. Auf der was ist das hier? Kawasaki über Miami Yasin und er sagt, tut mir leid, ich stand im Weg, Farid Abi. Ich war mit der Kawasaki, Alter, das ist gut. Ich überfahre den und den mit der Kawasaki und er sagt, tut mir leid, Farid Abi, ich stand im Weg, Farid Abi. Bei Miami Yasin und er sagt, tut mir leid, ich stand im Weg, Farid Abi. Habe per Schrotgewehr ungefähr 3 Cops verwundet, meine Parts sind bahnbrechend, wie Mord betrunken. Ah, da kommt die Line her. Ich geb euch trottelnden Warnschuss, meine Parts sind bahnbrechend. Als ständig besoffen am Bahnhof habe ich auch mal gerappt oder wollte ich mal rappen oder hat mir jemand gesagt, die Zeile gibt's schon. Und jetzt weiß ich endlich woher. Bahnbrechend, aha. Russlas, kommt der Stahl, harte Boss, dann ist Ruhe im Karton, wie der Schlafplatz von morgen. Meine Schlagkante ist top, wie meine physische Natur. Ich hau den Kopf von Ferris Mutter auf die spültische Armatur. KMN macht auf harte Gang, heute gibt es Backpfeifen. Wieso ähnelt mein halbsteifer Schwanz deinem Handzeichen? Ah, Desio als ich... Welchem Handzeichen? Warum ähnelt mein halbsteifer Schwanz deinem Handzeichen? Verstehe ich nicht. Backpfeifen, wieso ähnelt mein halbsteifer Schwanz deinem Handzeichen? Ah, Desio als ich... Ist der angefahren, was? Wir brauchen einen, die Line wollte ich auch mal rappen, Counter. Ja, sorry, es ist halt, wie es ist, wenn du halt ein Rapper bist seit 100 Jahren, natürlich die wenigsten das wissen und denken, nur weil du nicht den dicksten Hype und den dicksten Fame hast, bist du kein Rapper. Aber wenn du dich seit fast 20 Jahren mit genau dieser Art von Lyrik beschäftigst, mit Wortspielereien hier, Wortspielereien da, dann kommst du halt auf so Zeilen, Digga. Ich sag dir ehrlich, wie es ist. Deiner Mutter Jara gab, gingen mehr Pariser drauf als beim Bataclan. Jetzt ist auch egal, also fick ich noch die Außenseiter. Rap ist soft, wir bringen die Wände wie Diego, der Maurermeister. Ey, ich sag's jetzt wieder. Deutscher Rap, hier muss endlich mal was passieren. Gut, okay, ich sorg für die Wände wie Tapezierer. Ja, das ist Jiki Jiki, JMC, so balla balla, dass du denkst, ich schieb'n Kick auf LSD. Das hab ich schon gerappt, da hieß ich noch JMC. Das war also in der RBA-Zeit. Deutscher Rap Islam, hier muss endlich mal was passieren. Gut, okay, ich sorg für die Wände wie Tapeziere. Also fick ich noch die Außenseiter. Rap ist soft, wir bringen die Wände wie Diego, der Maurermeister. Ich gegen Sido ist wie Mann gegen Made. Gianni Versace gegen Junkie Visage. Ein Blick. Gianni Versace gegen Junkie Visage. Reicht und deine verdammte Schande. Welche hab ich nicht gerafft, Danny? Welche hab ich gerafft? Ach, die Pariser Line? Als ich deiner Mutter Jara gab, gingen mehr Pariser drauf als beim Bataclan. Was? Hab ich echt nicht gerafft. Was sagt er da? Attentat im Club. Gingen mir Pariser drauf. Oh, okay, übel, Alter. Also, ich meine, also man weiß ja von Farid, aber das ist ja wirklich, also er kennt hier ja überhaupt keine Grenzen, Digga. Doch egal. Ich gegen Sido ist wie Mann gegen Made. Gianni Versace gegen Chunky Versace. Ein Blick reicht und deine verdammte Schlampe sagt, sie ist wie ein Streichholz und wird heiß, wird sie von Kanten angemacht. Sido wird entführt von einer massigen Gestalt, dann wird ihm Bali umgeknallt und er kriegt Arschfick mit Gewalt. Grafenberger Wald findet ihn ein Pfadfinder schon bald mit. Und warum gegen Sido? Was hat Sido verzapft, dass er so, da... Bali umgeknallt und er kriegt Arschfick mit Gewalt. Grafenberger Wald findet ihn ein Pfadfinder schon... Der hat Farid gedisst?
Ah, okay. Krass. Ich kenne das wirklich nicht wegen Sido, ne? Ach, bevor ich Farid Bang höre, höre ich Moneyboy. Den Satz kenne ich, ja. Und dann kriegt er die Antwort. Er sagt so einen Satz und kriegt hunderte Mutterlines gegen sich auf Albumlänge, Digga. Wir wollen keine DNA-Spuren, denn in unserer Box waren Trainingshandschuhe, stehen Gerichtsmedizin auf OCG. Gute Zeile. Ihr findet keine DNA-Spuren, denn in unserer Box waren Trainingshandschuhe. Denn in unserer Box waren Trainingshandschuhe, stehen Gerichtsmedizin auf OCGs Leiche, wird er für ein Hund gehalten wie Frisbee-Scheibe. In seinen Albträumen ruft er Farid Farid, weil ihn seine Note für Farid Farid. Ich bin auf der Welt und... Fand ich jetzt wack. Diesen Bastard zu bestrafen, ficke deine Mama, bis deine Geschwister Papa zu mir sagen. Die Übel. Deine Hure filmt den Sex auf, sie ist eine wilde Drecksau wie Sillas Ex-Frau. Ich lass keine Frage auf. Eine wilde Drecksau wie Sillas Ex-Frau. Hure filmt den Sex auf, sie ist eine wilde Drecksau wie Sillas Ex-Frau. Ich lass keine Frage offen außer Ali Boumaye. Wieso reimt sich dein Name auf Haribo Gelee? Ey, und ich ficke dich faulwürdig. Und wenn du das nicht kapierst, erklär ich seinem Bodyguard nochmal ausführlich auf Türkisch. Das ist auch gut. Und Kolle, Silla nicht erwähnt, stimmt. Aber Silla wurde ja eigentlich auch nicht gedisst. Er wird ja nur gesagt, deine Frau ist eine wilde Drecksau wie Sillas Ex-Frau. Name auf Haribo Gelee. Ey, und ich ficke dich faulwürdig. Und wenn du das nicht kapierst, erklär ich seinem Bodyguard doch mal ausführlich auf Türkisch. Du Alkoholiker, denk nicht, du bist James Bond. Nur weil du gern Martinis ballerst, so wie K1. Und das... Auch krass. Sau easy. Nur weil du gern Martinis ballerst, so wie K1. Du bist nicht James. Oh Mann, Digga. Junge, das ist auch wieder so eine perfekte Line. James Bond, ihr kennt den Slogan. Will sein Martini, geschüttelt, nicht gerührt oder wie auch immer sagen. Auf jeden Fall James Bond und Martini kennt man im Zusammenhang. Und er sagt, du bist nicht James Bond, nur weil du gern Martinis ballerst. Wie K1, Digga, das ist... Wieder, das ist wirklich so, Digga, das ist wirklich, Alter, das ist wieder so eine Line, die finde ich einfach fast zu perfekt, weil die auch so perfekt im Kontext steht mit diesen Martinis und James Bond, und dann reimt sich James Bond auf K1, Name auf Name, James Bond, weiß man auch, K1 knallt sich auch mal gern einen rein. Du bist James Bond, nur weil du gern Martinis... Ja, ist doch kein K1-Diss. Das so wie K1. Natürlich ist es ein K1-Diss, weil das Martini, also der Trink-Martini, ich hab's auch gerade fast verstanden, aber der Trink-Martini bezieht sich auf James Bond. Und das ist ja nicht schlimm, wenn man Martinis ballert. Aber wenn du Teenies ballerst, wie K1, also junge Mädchen ballerst wie K1, ist es auf jeden Fall ein Diss. Also das Teenies, junge Mädchen, bezieht sich auf jeden Fall auf K1. Und das Martini, das Gesöff, bezieht sich auf James Bond. Alkoholiker, denk nicht, du bist James Bond. Nur weil du gern Martinis ballerst, so wie K1. Und das hier ist kein Diss an K1. Der Feind meines Feindes ist mein Freund, Bruder, stay strong. Doch du warst immer... Ja, okay, ruder zurück, aber die Line ist an sich ein Diss. Auch wenn er sagt, es ist kein Diss. Ich sag ja auch nicht zu dir, du bist ein Sohn, aber das ist keine Beleidigung. Ja doch, du hast es ja gesagt, so. Aber ich verstehe, was er meint, ist auch ein lustiger Twist, so. Der Feind meines Feindes ist mein Freund, also stay strong. Ist okay. Das hier ist kein Diss an K1. Der Feind meines Feindes ist mein Freund, also stay strong. Doch du warst im Unrecht, seit dass man das gerade rückt. Da die frisst Chips, Baklava, Snickers, Mars und Twix. Doch das war's noch nicht, er nimmt eine Handvoll Schokoladensticks. Mit einem Stapel Pringles, steckt das dann in ein Bananasplit. Garniert es mit einer Ladung Spieße. Jetzt gibt's die Backanweisung, Digga. Von Madonna grillt auch die ganze Masse fröhlich in den Avocado-Dip. Wickelt dann das Ganze in eine Family-Salami-Pizza. Adana de Rüben, könnt ihr auch machen. Ganze Masse fröhlich in den Avocado-Dip, wickelt dann das Ganze in eine Family-Salami-Pizza und der fickt drauf, wie Helala die Salami ist. Und BG regiert die Straße, lass dein Baby wieder blasen. Schwanz gehört so selbstverständlich in ihr Face wie ihre Nase. Die Kleine will es hart und bereitwillig den Kram schauen, bei dir kommt sie nicht auf Touren wie der Feigling, dem ich mag. Der Rat hat Bodychecks, Leute, der Boss ist back auf Stoff und jetzt rappelt's im Karton, wie Bock beim Sex. Jetzt rappelt's im Karton. Nochmal diese Rede, mit Karton nochmal ausschlachten. Vorher jetzt ist Ruhe im Karton, so wie Mock sein Schlafplatz, und jetzt rappelt im Karton, so wie Mock beim Sex. Fest, ja. Ich lass sie so nach Stahlrohrschlägen bluten, noch einmal blown und seine Mama darf Kollege duzen. Ich lass sie so nach Stahlrohrschlägen bluten. Noch einmal blasen und seine Mom darf Kollege duzen. Soll ich die oder du sagen?
Ja, du siehst mich bitte mal. Reinmann Blon und seine Mama darf Kollege Dus. Ich verteile in Berlin Fäuste an Opfer, schieß mit vierläufiger Shotgun den bierbäuchigen Mock an King wie Martin Luther K. Ich nehm das Game komplett auseinander, so wie Ali Boomer. Je eine Sahnekuchen-Theke, ich trenn Homo. Hey, sorry, wenn ich bei... Guck mal, ich bin auch dick, okay? Also sorry, nimmst du mir nicht übel, wenn ich bei dicken Lines lache, aber ich finde die wirklich witzig. Ich nehm das Game komplett auseinander, so wie Ali Boomer. Je eine Sahnekuchen-Theke, Digga. Mit Motorsägen, schon sind Julian und Diego auf Solo-Weg. Ich verteile Knockout zu Klapp-Sound mit Butterfly und vergewaltige Barrys Mutter im Altersheim. Ich kann nur aus... Übel, Digga, also... Sozial-Rap machst du ne Menge Drogen-Cash, wächst du schlafende Hunde wie Hennis vor dem Sex. Es ist lustig. Es ist einfach so geil, ich liebe es, wenn so Redewendungen reingebaut werden. Du wächst schlafende Hunde. Das sind einfach so diese Redewendungen. Ich habe ja auch einen Duden, der liegt meistens hier, aber der ist auch drüben gerade im Schrank. Ein Duden mit Redewendungen, wo genau sowas drinsteht. Schlafende Hunde wecken. Und dann, ich liebe das einfach abends mit einem Bleistift oder mit einem sonst was, mit einem Marker da zu sitzen, einfach so ein bisschen zu lesen. Ich ratte einmal durch, schlage irgendeine Seite auf und gehe dann halt durch, so Redewendungen. Und dann kommt man halt auf sowas. Schlafende Hunde wecken. Du weckst schlafende Hunde. Wie Ennis vor dem Sex. Duna kann ich charismatisch flowen, mein Fake-Tits, als wäre ein plastischer Chirurg. Ich verhandel nur mit Fake-Tits. Einmal Fake-Hits und einmal die Fake-Tits. Charismatisch flowen, mein Fake-Tits, als wäre ein plastischer Chirurg. Ich verhandel nur mit Schwarzmarkt-Konzernen, bring auf Savage-Konzerte mit AK-Atmosphäre. Kitty Cat hat zwar kein... Warum denn Savage auch, Bro? Guter Russ, doch so nen Kanister-Kopf, gibt sie denn nen Bruder-Kuss? Hast du nen Blut? Jörg, und Teil im Club, das Age und tickte schon Crack in der Szene. Da rief der Arzt bei Sunnys Geburt, es ist ein Mädchen. Ich mach den Drecks schon. Und tickte schon Crack in der Szene. Da rief der Arzt bei Sunnys Geburt, es ist ein Mädchen. Da rief der Arzt bei Sunnys Geburt, ich mach den Drecksjob. Und jeder Diego vs. Scheiße. Ey, scheiße, wer der Sieger bei Diego vs. Scheiße. Ich bin Steigers Frau, die hochfällt so dramatisch. Jeder Diego vs. Scheiße. Ey, scheiße, wer der Sieger bei Diego vs. Scheiße. Okay. Das ist scheiße, ey scheiße, wer der Sieger bei Diego vs. Scheiße. Ich bin Steigers Frau, die hochfällt so dramatisch ins Koma. Man meint, dass sie den Ohnmachtsanfall im Theater geprobt hat. Ey, das ist auch, also es gibt auf so vielen Ebenen so gute Lines halt so. Das sind einfach so heftige Punchlines, weil so Zeilen dir auch so Bilder in den Kopf werfen. Fällt so dramatisch ins Koma, man meint, dass sie den Ohnmachtsanfall im Theater geprobt hat. Aber sie fällt so dramatisch ins Koma, man denkt, dass sie den Ohnmachtsanfall im Theater geprobt hat. Und du stellst dir das direkt so bildlich vor, wie sie das... Ich bin Steigers Frau, die hochfällt so dramatisch ins Koma. Man meint, dass sie den Ohnmachtsanfall im Theater geprobt hat. Chris MC, der Penner, sieht aus wie nach einem Säureattentat, der zu viel Fäuste abbekam von einem deutlich harten Schlag. Er hört Geräusche nachts im Park, wie als er mit Neunern schaffen war und sein Nutten zum Zuhälter sein Zigeunervater war. Tschüss, so ich wieder um... Also Ferris kriegt auf jeden Fall Familie richtig fett weg, Digga. Und sein Nutten zum Zuhälter sein Zigeunervater war. Und sein, auch diese Formulierung, sein Sohn Zuhälter sein Vater war. So auch nicht nur einfach die Aussage stehen lassen, sondern in die Aussage noch 100 Beleidigungen reinpacken, Digga. Nach dem Park, wie er mit Neunern schaffen war und sein Nutten zum Zuhälter sein Zigeunervater war. Tschüss. So ich wieder um Ferris ihre Mütter nehmen will, sie spenden dem 15-jährigen dünnen Mädchen Drinks. Die Bitches werden gefügig von dem Bier, denn nur so können die zwei ihre Physis kompensieren. Am Rand ganz oben, spann den Latt an, spring und gleite sanft zu Boden. Spring den Latt an, ey. Mount Everest, am Rand ganz oben. Ich stehe am Mount Everest am Rand ganz oben, spann den Latt an, den Latissimus, spann den Latt an, spring ab und gleite sanft nach unten. Spann den Latt an, spring und gleite sanft zu Boden. Ach, zu Boden. Ja klar, sonst reibt sich auf oben. Ey, krass. Mount Everest, am Rand ganz krack. Mega Line schon wieder, Digga. Wie aus so einem Film, Alter. Oben spinnen die zwei ihre Physis kompensieren. Steh auf dem Mount Everest, am Rand ganz oben. Spann den Latt an, spring und gleite sanft zu Boden. Wie ein Paraglider, lande dann auf Markus Steigers Garten. Feuersage, high in Boxen an den Straßenfeuer. Yeah, ich fand der Minotaurus Nacken. Ihr Studio-Gangster fällt beim Bock der Groschen. Dann nur in den Becher. Der Minotaurus. Wieder Redewendung. Der Groschen ist gefallen. Oh ja, fällt beim Mock der Groschen nur in den Becher. Du Gangster fällt beim Mock der Groschen, dann nur in den Becher. Der Minotaurus Nacken. Über Fabi teilt den Benz und wischt den schokobraunen Fleck dann von der Motorhaube weg. Yeah. Der Mussis. So eine Teile würdest du heute auch nicht mehr kicken können. Niemals. Das meine ich, genau. Und früher ging es. Und ich glaube, so ähnlich ist auch mit, nicht ganz so krass ist natürlich mit Mutterlines. Aber das mit Mutterlines, das ist alles strenger geworden. Alles ist strenger geworden so.
Weil die Bullen des Ju heute verhören wollen, wird im Wald aufgefunden wie das Häuschen vom bösen Wolf. Deutschland, ich töte euch. Sido ist ein Muschi, lecker Kollega und Farid Bang. Welche deutsche Crew ist besser? Ah, JBG 3, die Muskelpakete. Doch keiner von uns kann Ali Hucke Pakete. Boah, auch wieder eine gute Line, Digga. Bisschen Muskelpakete, doch keiner kann Ali Bummer hier Hucke packen. Geht drei die Muskelpakete, doch keiner von uns kann Ali Hucke packen. Ich stick Rauschgift im Massenficke Bauchtaschenrapper. Wenn ich will, macht Genetik ein Auslandssemester. Komplette Zerfickung für Anis Fashishi, denn der Hund hat mehr Herrchen als der Bart von Sinanji. Jäger befriedigt seine Anis Fashishi, denn der Hund hat mehr Herrchen. Für Anis Fashishi, denn der Hund hat mehr Herrchen als der Bart von Sinanji. Hat mehr Härchen als der Bart von Sinanji, sehr gut. Er befriedigt seine Frau nicht, ich meine schon. Und er meint, er wäre kein Hurensohn, ich meine schon. Das Niveau wird stumpf wie meine Rambo-Messerklinge, wenn ich mit 120 Stichen Diego den Transen-Rapper kill. Kollege Farid Bang, wir kommen, um paar Furzen zu ficken. Ich wusste auch gar nicht, dass Santiago da so viel Disses fängt, Digga. Deshalb mach ich als erstes Charlotte zur Witwe. Klamotten voll Stages, Butterfly in den Kurs, bis selbst die Bullen sagen. Ey, lass Curse in Ruhe! Sagen, was ein stylisches Shirtchen am Rhein mit Stages, Butterfly. Messer rein in den Curse, bis Leute sagen, boah, das ist aber ein stylisches Shirt. Das ist leicht gestört, wie zwischen Platz und Crips zu stehen im rot-blauen Streifenshirt. In den Curse, bis selbst die Bullen sagen, was ein stylisches Shirt. Chill am Rhein mit den Girls, zwei Lines am Blasen, die Bitches, Muskelkater, denn ich hab dein Nut dem Vater gefistet. Ah, die was eine dreckige Line, Digga. Meine Hure, sie war sowieso nicht treu. Und DJ Desu, er wurde bei Glory Holds gezeugt. Das heißt. Und DJ Desu kriegt wahrscheinlich nur das sein Fett weg, weil er der Homie von Sido ist, ne? So wie Crow gezeugt, ich lass deine Mutter vom Fernseher blasen. Ich hab keine Zeit, ich bin am Pumpen wie Kläranlagen. Noten, so ein Weltstraße und dabei noch King am Mic. Wie tight ist wie ein Bounty, außen schwarz, innen weiß. Willst du sterben für mich? Ja, ich will. Eine Glatze rasieren für mich? Ja, ich will. Krass. Das weiß, das wird jetzt wieder jeder sagen, null, aber das ist 100 pro. Ich sag dir, die haben das abgeguckt, Alter. Would you die for me? Yes. Would you lie for me ever? Would you lie to me? Never. Would you die for me? Whenever. Für mich. Ja, ich will. Eine Glatze rasieren für mich. Ja, ich will. Dir meinen Namen tätowieren. Ja, ich will. Ich tu alles, was du willst, mein Schatz. Dich von deinen Eltern trennt für mich. Ja, dich von deinen Eltern trennt für mich. Ja, ich will. Hier werden die Frauen auch wieder so dargestellt, wie sie sind. Alle Frauen sagen das. Ach so. Aber Shindy, da brauchst du auch gar nicht beschweren. Was ist dann los? Du hast da nur 11 Disses gefangen. Und davon... 11 Shindy. Für mich. Ja, ich will. Dir meinen Namen tätowieren. Ja, ich will. Ich tu alles. Sieh, du auch richtig krass, Digga. Was du willst, mein Schatz. Sich von deinen Eltern trennen für mich. Ja, ich will. Okay, das war das schöne Video, von dem wir alle was gelernt haben. Alle Disses von JBG 3... Ich würde sagen, ich bin ein anderer Mensch, nachdem ich das gehört habe.